Prüfungen in meiner eigenen Studienzeit, die waren immer sehr, sehr eng in bestimmten Wochen, was dann immer wieder dazu geführt hat, dass wir manchmal hingegangen sind oder auch nicht zu den Lehrveranstaltungen, nur zu den Prüfungen da waren. Das andere, woran ich mich sehr, sehr erinnere, ist, dass wir vor allem mündliche Prüfungen in meinem Fach hatten, war mir aber sehr gelegen. Die Prüfung ist als Prüfer für mich gut gelaufen, wenn wir gut in der Zeit waren, vor allem aber, wenn die Geprüften aus der Prüfung rausgehen und selber das Gefühl haben, ich habe jetzt was gelernt. Und in letzterer Zeit ist mir immer wichtiger geworden, dass sich die zu Prüfenden selbst mit einschätzen. Und wenn die Einschätzung derer, die geprüft werden, und meine Einschätzung gut übereinstimmen, dann ist die Prüfung gut gelaufen. Zukünftige Prüfungen sollen vielmehr die eigene Einschätzung der Studierenden mit in den Blick nehmen. Die Bewertungen, die wir jetzt haben, kommen vorwiegend von den Prüfenden. Aber die, die geprüft werden, sollen ja was für ihre Kompetenzentwicklung aus den Prüfungen mitnehmen. Wir sollten die Methoden der Digitalisierung stärker nutzen. Wir sollten die Prüfungen nicht so, wie ich es vorher gesagt habe, nur am Semesterende oder in einem bestimmten engen Zeitraum machen, sondern viel stärker semesterbegleitend immer wieder uns vergewissern, sind wir bei den Lern- und Kompetenzzielen dort, wo wir ankommen wollen. Und wir sollen insgesamt an alternative Prüfungsformate stärker berücksichtigen, zum Beispiel Gruppenarbeit, Portfolios, forschungsbasierte Arbeiten, viel mehr projektbasiert. Das würde ich mir sehr wünschen und was wir da tun können, werden wir am Tag der Lehre am 14. Juni dann miteinander diskutieren.